präsentiert von officepodcast.de, Ihr Profi-Cast für Microsoft-Produkte. Das neue Menüband zeigt kompakt alle Befehle zur Steuerung von Outlook 2010. In diesem Video bekommen Sie Tipps für die Verwendung von Gruppen und Untergruppen und erfahren, wo sich das Startprogramm für Dialogfelder befindet und über welche Registerkarten Outlook 2010 verfügt. In diesem Video geht es um die Steuerung von Outlook 2010, also um das Menüband inklusive aller Registerkarten, Kontextregisterkarten, Gruppen und Schaltflächen. Im oberen Rand befindet sich das Menüband. Das Menüband ist in verschiedene Registerkarten unterteilt. Ein Klick auf die jeweilige Lasche öffnet das entsprechende Band, zum Beispiel bei Senden empfangen, Ordner, Ansicht, Add-ins. Oder bei einer geöffneten neuen Nachricht einfügen, Optionen, Text formatieren und überprüfen. Innerhalb der jeweils geöffneten Registerkarte werden die Befehle und Gruppen angezeigt. Die Gruppen auf der Registerkarte Text formatieren sind Zwischenablage, Format, Schriftart, Absatz, Formatvorlagen und Bearbeiten. In einer Gruppe sind wieder zu der jeweiligen Gruppe gehörigen Befehle zusammengefasst. In der Gruppe Schriftart sind zum Beispiel die Formatierungen Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen erreichbar oder aber auch die Dropdown-Liste für die Schriftarten. Eine Besonderheit stellt der kleine Pfeil in der Gruppe, zum Beispiel Schriftart oder Absatz, dar. Dieser Pfeil wird von Microsoft offiziell Startprogramm für Dialogfelder genannt. Ein Klick auf den jeweiligen Pfeil bzw. Startprogramm für Dialogfelder öffnet jeweils weitere Optionen. Klicken wir mal auf den kleinen Pfeil bei Schriftart. In diesem Fall wird das aus 2003 bekannte Dialogfenster Schriftart geöffnet. Klicke ich auf den kleinen Pfeil in der Gruppe Absatz, öffnet sich das aus 2003 bekannte Menüfenster Einzüge und Abstände, Zeilen- und Seitenumbruch. Etwas anderes erscheint bei einem Klick auf den Pfeil in der Gruppe Zwischenablage. Hier erscheint der Aufgabenbereich für die Zwischenablage. Aus diesem Bereich könnte man sich verschiedene Inhalte in eine E-Mail reinkopieren. Mit einem Klick auf die jeweilige Textpassage wird diese eingefügt. Ein Klick auf das kleine X oben rechts schließt diesen Aufgabenbereich wieder. Belegt Ihnen das Menüband zu viel Platz? Sie würden gerne mehr Platz für Ihren Text zur Verfügung haben? Dann minimieren Sie das Menüband einfach. Klicken Sie hierfür einfach auf den kleinen nach oben gerichteten Pfeil und das Menüband verschwindet. Benötigen Sie das Menüband wieder, klicken Sie einfach auf den nach unten gerichteten Pfeil. Alternativ können Sie auch die Tastenkombination STRG F1 betätigen. Drücken Sie STRG F1 noch einmal, erscheint das Menüband wieder. Haben Sie das Menüband ausgeblendet, bleiben nur noch die Registerkartenüberschriften übrig. Klicken Sie zum Beispiel auf die Registerkarte Einfügen, erscheint das Menüband wieder. Aber nicht immer, sondern nur kurzfristig. Fahren Sie mit der Maus wieder weg von dem Menüband oder klicken in Ihren Text, verschwindet das Menüband wieder. Benötigen Sie das Menüband wieder dauerhaft, klicken Sie einfach wieder auf den Pfeil, der nach unten gerichtet ist, oder betätigen die Tastenkombination STRG F1. Ab sofort ist das Menüband wieder dauerhaft eingeblendet. Wie in Microsoft-Produkten üblich, führen viele Wege nach Rom. Sie haben kennengelernt, das Menüband jetzt über den kleinen Pfeil oder die Tastenkombination verschwinden zu lassen. Sie können dies aber auch tun mit einem Doppelklick auf die jeweilige Registerkarte. Doppelklick auf Einfügen und das Menüband ist wieder ausgeblendet. Mit einem weiteren Doppelklick wird es wieder dauerhaft eingeblendet. Ein kleiner Tipp von mir. Sind Sie Besitzer einer Maus mit Scrollrad in der Mitte, kann es durchaus mal passieren, wenn Sie an dem Scrollrad drehen, dass Sie durch die verschiedenen Registerkarten durchscrollen. Sobald eine Registerkarte aktiv ist und keine Befehle, können Sie das tun. Neben den 5 Standardregisterkarten von Nachricht bis Überprüfen verfügt der Texteditor von Microsoft Outlook über weitere Registerkarten, die sogenannten Kontextregisterkarten. Kontextregisterkarten werden erst dann angezeigt, wenn sich der Cursor in einem entsprechenden Objekt befindet oder ein entsprechendes Objekt markiert ist, das über zusätzliche Befehle verfügt. Hierzu ein Beispiel. Wenn Sie über die Registerkarte Einfügen, Tabelle,
eine neue Tabelle einfügen, zeigt Outlook sofort im Menüband eine neue Registerkarte Tabellentools. Diese Kontextregisterkarte Tabellentools hat zwei Unterregisterkarten, nämlich Entwurf und Layout. Klicken wir nun mit dem Cursor außerhalb der Tabelle hin, verschwindet diese Registerkarte wieder. Die Registerkarte Tabellentools wird also nur angezeigt, solange die Tabelle markiert ist. Klicken wir die Tabelle einfach wieder an und schon erscheint die Registerkarte Tabellentools mit den Unterkarten Entwurf und Layout wieder. Kontextbezogene Registerkarten gibt es noch für Grafiken, Smartarts, Diagramme und so weiter. Klicke ich ein Bild an, erscheint die Registerkarte Bildtools. Klicke ich ein Smartart an, erscheint die Registerkarte Smarttools mit der Unterregisterkarte Entwurf und Format. Dasselbe passiert auch bei Diagrammen. Dort heißt die Registerkarte Diagrammtools und hat drei Unterregisterkarten, nämlich Entwurf, Layout und Format. Großer Vorteil dieser Arbeitsweise ist der Überblick über die Grundfunktionen. Die speziellen Funktionen erscheinen nur nach Bedarf. Es passiert keine Überfrachtung von Symbolen und Menüleisten, wie in 2003 üblich war.